Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic. Wir gehen jetzt zu Ego und bringen die Liste. Jetzt wissen wir ja auch, wie Zaubersprüche ausschauen. Ich hätte auch gesagt, wir probieren draußen dann gleich mal, ob und wie oft wir die Sprüche verwenden können. Einmal oder zweimal oder ich hoffe ja unendlich. Okay. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt extra jetzt links am Wald vorbei. Dann gehen wir noch schnell zu den Zweien vom neuen Lager und geben dem einen die Karte, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Dann werden wir nochmal XP, glaube ich, denke ich bekommen, ne? Reicht zwar nicht, aber wer weiß. So, dem habe ich ja versprochen hier. Nee, den habe ich jetzt nicht versprochen. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ach komm. Mach jetzt einfach mal das hier. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Worauf muss ich beim Häuten von Reptilien achten? Die einzigen Reptilien, die dafür geeignet sind, sind der Lurker und der Sumpfhai. Wenn du die Haut an den Seiten anschneidest, löst sie sich wie von selbst. Du solltest ab jetzt kein Problem mehr haben, Echsen zu häuten. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken, auf keinen Fall nach hinten. Und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Wie kann ich den Viechern das Fell abziehen? Erst will ich mein Erz sehen. Wie gesagt, es hat alles seinen Preis. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, das ist deine wenn ich du... Okay. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Das ganze Ekstase. Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Und die haben ja vor uns gesagt, ich darf hier nicht jagen. Ich probier's trotzdem. Moment. Manche lernen eben gar nichts dazu. Ich halte mich da lieber raus. Oh, okay. Das, du meinst? Das verbraucht sich tatsächlich. Alles klar. Das verbraucht sich. Kann ich von den... Kann ich keine Krallen nehmen? Nee, schade. Und was kann ich dann an Krallen nehmen? Aber offensichtlich muss man erst wissen, was man von den Viechern pflückt, bevor man sie pflücken kann. Das ist interessant, das System. Das finde ich cool. Aber das hätte ich lieber... gelernt, als ich noch nicht so viel getötet habe. Naja. Jetzt haben wir keine Bestien mehr im Kreis.
hätten wir töten können. Also Diego, sorry. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ah, Geschick ist für... Okay, alles klar. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Sketty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und er war sehr gespannt, ob du Karin... Whistler hat mir von der Sache mit Fist... Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt's live. Fingers sagt, du hättest... Mit Dexter muss ich noch ein ernstes... Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Mach's gut. Ich hab mich... Verdammter Stalker. Okay. Und da sind wir gekommen. Das ist das alte Lager. Das neue Lager. Wir probieren es jetzt einfach mal am Südtor, dass wir rausgehen. Naja, wenn das jetzt hier die Orks sind, wird es hier ein Ork-Lager sein, höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich voll den Orks in die Arme. Sehen eher aus wie vom Planet der Affen. Alles klar, das war nicht das neue Lager. Aber eigentlich muss ja das neue Lager auf der Seite des Erzes sein, weil er sich im Prinzip alle drei um das Erz kloppen. Hier speichern wir nochmal. Klar. Gut, dass wir nochmal gespeichert haben. Dann sind hier keine. Alter. Aufheben. Finde ich lustig, man kann nicht während einer Interaktion speichern. Jo. Warte mal.
Was wollen wir wetten, dass der ja was zum Grillen hat? Er hat keine Pfanne. Oh, wir haben noch was zum Essen, sehr gut. Ich fuck euch wahrscheinlich schon voll ab mit dem Speichern. Oh, da hinten sind nochmal Gegner. Tür? Dahinter ist schon mal ein Bogen. Das sehe ich. Muss es einen Schlüssel geben. Ja, wir können nicht alles aufheben. Können wir schon. Aber ich will nicht. Ich loot erstmal, ne? Erstmal, das ist deine Truhe. Da. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich lebe vom Verkauf von Fellen und Zähnen. Bringt das viel ein? Wenn man weiß, wie man die Viecher richtig ausschlachtet, schon. Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Was willst du wissen? Ah, lol, aber den kann ich jetzt auch lernen. Okay. War ja nur ganz kurz. Okay, das wird ihn gar nicht. Interessant. Aber ich glaube. Komm dem Lager näher. Gehen einfach mal da lang. Gegen die Echsen brauchen wir noch nicht kämpfen, dafür sind wir zu schwach. Vorne ist das neue Lager. 100%. Jetzt nochmal speichern. Pete.
Sieht gut aus. So, ich denke, wir sind im neuen Lager angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ich würde sagen, hier schauen wir uns erst in der nächsten Folge um. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.